Ja, Funkfeuer ist auf jeden Fall keine einseitige Geschichte. Also wenn, dann wird vorausgesetzt, dass man mit was reingeht und dadurch was rauskriegt. Es ist sicher nicht, dass man sagt, ich gehe rein und dann kriege ich alles und ziehe nur raus und liefere nichts zurück. Also das ist der schlimmste Fall, der passieren kann. Also wer sich schon mal mit Netzen beschäftigt hat, das Internet, das ist gar keine so große Sache. Man kann da ein paar Kabel verlegen und so weiter und dann hat man das Internet wieder erweitert um einige Knoten. Und bei den Kabeln natürlich gibt es Beschränkungen und Begrenzungen und mit dem drahtlosen Medium, da kann man eigentlich dann eben auch, was man mit dem Kabel nicht kann, schon auch mal eine Straße oder ein Haus von Haus zu Haus und so weiter überbrücken. Und so entstand eigentlich die Idee für sogenannte Do-it-yourself-Netze, also wo Leute in Eigeninitiative Netzinfrastrukturen aufbauen. Ja, Funkfeuer ist natürlich kein gratis Internet. Also wichtig ist bei uns eben das Partizipative, dass man mitarbeitet, dass man selbst dazu was beiträgt und nicht einfach nur den Router ins Fensterbankel stellt und da jetzt gratis Internet bezieht. Das Internet ist ja nur ein Bonus für das Netzwerk, um das Netzwerk zu fördern. Ja, wir sind am Weg zur Katrin Alm, einer der wichtigen Knoten in Bad Ischl, die Bad Gäusern und Bad Ischl verbinden. Und da weiter außen die legende Knoten unten in der Stadt noch ganz gut anbinden. Und wir werden dort heute noch ein Panel auf 2,4 GHz montieren, damit Gäusern auf der Frequenz noch besser versorgt ist. Also Funkfeuer ist für mich in erster Linie eine Sache, die mir ermöglicht, mich mit anderen Menschen zu vernetzen, andere Leute kennenzulernen. Das ist eine Sache, die hat einen sehr starken technischen Hintergrund, aber der lässt sich wunderbar in einen sozialen Kontext einfügen. Was mir taugt bei Funkfeuer, und das taugt mir überhaupt bei partizipativen Angelegenheiten wie freie Radios oder eben offenen Funknetzen, man kann sich beteiligen. Man ist nicht nur degradiert zum passiven Konsumenten, zu einem Kunden, sondern man hat die Möglichkeit, durch aktive Beteiligung dieses Netz mitzugestalten. Ja, es ist ein wildes Untergrundnetz, aber auch es ist ein Hightech-Netzwerk. Gerade es gibt ein paar Personen aus der Funkfeuer-Kerntruppe, die das Netzwerkprotokoll, was wir verwenden, total in der Entwicklung vorantreiben. In Deutschland bei Freifunk ist es genauso, da gibt es eben die Batman-Gruppe. Ja, es ist experimentell, es ist Hightech. Es ist Community, es ist interessant. Es gab also wirklich die Idee, dass eigentlich das Versprechen, das das Internet mit sich gebracht hat, wirklich ein Netz, das auf einer sehr basisdemokratischen Idee beruht oder eigentlich sehr radikal basisdemokratisch ist, das hat man eigentlich versucht mit den freien Netzen umzusetzen. Das heißt, dass wirklich jeder Knoten in diesem Netz ein unabhängiger Knoten ist, der auch von den Knotenbesitzern selbst betrieben wird. Dass es also keine zentrale Organisation gibt, die dieses Netz betreibt, sondern lauter einzelne Knoten, die durch verschiedene Absprachen miteinander zusammenarbeiten und so aber auch ein großes Netz ergeben. Und das war schon die Idee dabei, dass also viele Knoten zusammen ein gemeinsames Netz ergeben, wo alle Teile dieses Netzes wiederum im Besitz von unabhängigen, eigenständigen Inhabern sind. Und das macht eigentlich die Qualität eines freien Netzes aus.
Funkfeuer ist in mein Leben getreten durch Freunde, die halt durch Connections, man muss wissen, wir sind in Bad Ischl, kleine Stadt, wo kann sowas herkommen, wo es vielleicht nur in großen Städten wie Berlin, Wien, vielleicht Graz existiert. Und da gibt es halt so Schnüffler, nenne ich die, die schauen dort und da, was gibt es Neues, ah, vielleicht könnte man das da auch ein bisschen was für eine kleinere Infrastruktur adaptieren. Und solche Freunde habe ich zum Glück und in Gesprächen ist mir das nahegebracht worden, dass das für mich eine Möglichkeit wäre. Und so ist es dann tatsächlich auch passiert. Bei uns ist es schon sehr stark so, dass es zumindest eine technische Gruppe im Hintergrund gibt, die viel Koordinationsarbeit macht, was zum Beispiel in Berlin nicht so der Fall ist. Allerdings haben wir sonst nicht wirklich viel Kontrollorgane, die jetzt irgendwie genau schauen, wer macht was wie. Das sind Knotenbetreiber, wenn irgendwer ein Problem hat mit einem anderen, dann soll der mit dem direkt in Kontakt treten. Und darum geht es bei uns. Es ist nicht da irgendwie eine zentrale Instanz, über die man da gehen muss. Okay, ich möchte euch da mal so eine typische Box zeigen, wie wir die in Funkfeuer Graz verwenden. Das sind so Aluboxen, kriegt man recht billig zum Kaufen. Alu ist natürlich fürs Dachraum einiges angenehmer als Kunststoffboxen, weil die viel stabiler sind und gegen UV-Strahlung geschützter sind. Wir präparieren die besonders. Wir bohren einige Löcher, damit man die Kabeldurchführung machen kann. Kaufen wir diese Kabeldurchführung, kann man bei jedem Elektrikermarkt kaufen. So PVC-UV-geschützte Kabeldurchführungen. Wir bohren außerdem auf der Rückseite noch Löcher, damit man ein Montagematerial hat, was man direkt auf den Mast schrauben kann. Das kriegt man auch bei jedem Baumarkt. Das sind so Rohrschellen, heißen die. Die kriegt man, das sind normal zum Befestigen von Rohre an Wänden. Eignet sich aber für die Box auch sehr gut. Was man da drinnen sieht, ist, wir haben da ein Alixport drinnen. Das ist ein bisschen eine leistungsfähigere Router-Hardware. Da haben wir direkt eine 5 GHz Mini-PCI-WLAN-Karte drauf. Kann man dann da die 5 GHz Antenne anstecken. Und außerdem haben wir da noch einen Buffalo-Router drinnen. Das ist ein Standard-WLAN-Router, wenn man den überall kriegt. Haben da über das spezielle Antennenkabel auf 2,4 GHz ist dieser Router diese 2,4 GHz Antenne angeschlossen. Und das montiert man alles so, wie es sich am Mast, und damit hat man einen recht stabilen und hoffentlich langhaltenden Funkfeuerstandard. Also das ist, sieht man jetzt unseren Masten da am Kunsthaus, das ist sicher unser professionellster Mast. Man sieht auf der linken Seite das längere Stangl, das dünne ist der Blitzschutz. Und dann sieht man unsere Router und die diversen Antennen, die meisten davon 2,4 GHz und das größere in der Mitte hat 5 GHz, ist für 5 GHz. Wie kommt man zu Funkfeuer? Es gibt sicher in jeder Stadt oder in jedem Kreis, wo das betrieben wird, eine Homepage, auf denen zumindest einmal Kontaktinformationen stehen. Meistens ist das eine Mailingliste, zu der man sich dann subscriben kann, und dort tritt man dann einmal als Erster in Kontakt, einmal nicht im realen Leben, aber zumindest im Internet. Was dann auch immer gibt, sind regelmäßige Treffen oder auch nicht so regelmäßig. Je kleiner der Verein ist, meistens umso unregelmäßiger. Aber über die Mailingliste kann man sich das ausmachen, und bei diesen Treffen kann man dann persönlich mit Funkfeuerianern, die schon länger dabei sind, darüber reden, wie das so abläuft. Es ist sicher die beste Art und Weise, wie man mit dem Ganzen in Kontakt kommt, weil man einfach im persönlichen Gespräch viel besser ausmachen kann. Und wenn man das dann einmal so geklärt hat und einmal halbwegs verstanden hat, was Funkfeuer ist, was ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist, dass man das zuerst einmal versteht,
Dann kann man ans Technische gehen, sich überlegen, wo kann ich meine Antenne aufhängen, in welche Richtung kann ich die Antenne schauen lassen, welche Antennen verwende ich. Genau bei solchen Sachen kann eben beim Treffen sehr gut eingegangen werden auf die Fragen. Und dann montiert man sich das auf dem Dach, konfiguriert seinen Router und dann ist man im Prinzip schon online und kann darüber schon ins Netzwerk gehen. Ich bin zum Funkfeuer eigentlich durch meine Arbeit gekommen. Ich arbeite ja beim Freien Radio Salzkammergut. Und dadurch, durch die Kontakte mit den Leuten, bin ich zum Funkfeuer gekommen. Da ist mir das angeboten worden sozusagen. Oder ich bin gefragt worden, ob ich da mitmachen möchte. Und das wollte ich. Funkfeuer hat sich eigentlich aus einem Netz entwickelt, das im VBS entstanden ist, wie einer Backbone Service, was irgendwie ein Zusammenschluss von mehreren Providern war. Da war Silverserver dabei, Athenet und iNode, die haben das VBS gegründet und relativ bald haben die immer versucht, neue Übertragungswege für das Internet zu finden. Ja. Und es war 1996, da haben wir 50 Funkmodems gekauft. Ja. Die waren noch sehr teuer und da haben wir schon versucht, dann irgendwie die ersten Funkstrecken haben wir dann schon aufgebaut. Von 96 bis 98, 99 ist dann das erste Netz in Wien entstanden. Ab 2000 circa war es ein Ringnetz mit 15 Knoten. Ausschlaggebend war also, das ist unter VBS, unter Silberserver irgendwie gelaufen und sollte am Anfang irgendwie ein kommerzielles Netz werden, aber man hat sehr bald gesehen, dass es einfach nicht möglich ist, irgendwie eine Bandbreite zu gewährleisten. Ja. Es gibt immer wieder Schwankungen, also kann man so ein Netz nicht verkaufen, also kommerziell nicht nutzbar. Aber für Funkfeuer und für freie Netze ist es ideal geeignet. Ja. Der Übergang zum freien Netzwerk ist 2002, 2003 passiert. Ich bin von Silberserver weggegangen und das Netz ist ein bisschen in der Luft geschwebt. Ja. Das ist irgendwie ist dann auch zum Funkfeuer geworden, zum Funkfeuer.at. Das ist über, und ich glaube, Tim Deichenberg, Roland Alt und Scheidel noch, die, glaube ich, wollten die da auch ein kommerzielles Netz machen, hat aber auch nicht funktioniert. Ja. Und dann hat man gesagt, habe ich gesagt, und so jetzt geben wir das einfach irgendwie komplett frei. Ja. Alles ist irgendwie frei verfügbar. Ja. Die Knoten, die es gibt oder so, die kann jeder benutzen. Und so ist dann Funkfeuer entstanden. Ja. Zum Funkfeuer, wie ich dazu gekommen bin, eigentlich dadurch, dass ich gefunden worden bin. Das heißt, ich habe immer schon oder relativ lange Funkstrecken gehabt bei meinem Haus zu einem Freund. Eine Weile lang Funkstrecken und dann sind der Mario ist dann zu mir mal herangetreten, weil er gesehen hat, dass ich WLAN habe. Ob ich nicht zum Funkfeuer beitreten will, obwohl ich das gar nicht kennt. Aber wie ich mir das dann ein bisschen angeschaut habe im Internet und so weiter, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, der Gedanke und das, was dahinter steckt. Und ja, so bin ich zum Funkfeuer gekommen. Naja, das ist einfach die Technologie, die wir einsetzen. Dieses Mesh-Routing ist genau auf das ausgelegt, dass man sich eigentlich auf nichts verlassen kann. Und das ist versucht, ständig irgendwie den besten oder zumindest irgendeinen Weg zu finden. Und wenn das ausfällt, dann versucht das Routing-Protokoll alles das irgendwie auszugleichen. Und dadurch, dass das Ganze eben davon ausgeht, dass da nichts davon stabil ist, funktioniert das eigentlich relativ gut und es fällt dann immer nur irgendwann jemanden auf, vielleicht erst ein paar Tage später, aber irgendwann immer, dass irgendwas nicht geht und dann repariert er das halt. Meistens aus Selbstinteresse, weil er selbst gern funktionierend hätte. OLSR steht für Optimized Link State Routing, ist es ein sogenanntes Mesh-Protokoll, das erlaubt Funkgeräten, jetzt ganz allgemein gesagt, meistens sind es Wireless LAN-Funkgeräte,
direkt miteinander zu kommunizieren, ohne einen extra Access Point zu haben oder eine extra Basisstation, wenn man so will. Das heißt, wenn man zum Beispiel solche kleinen Standard-WLAN-Geräte hat, dann sendet jedes aus, hallo, ich bin da, die rundherum lernen das und dann in der zweiten Phase sagen sie sich, über mich erreichst du den und den und den. Ja. Das heißt, die anderen hier lernen automatisch, dass er über diesen Daten an diese anderen weiterschicken kann. Und was dadurch entsteht, ist ein Netzwerk, das autonom existiert, das sich selbst dauernd neu formiert, das theoretisch auch mobil sein kann. Und dieses Netz kommt ohne extra Infrastruktur aus. Das ist die große Neuerung im Gegensatz zu, sagen wir mal, GSM-Netzwerken. Das Ganze rennt mit Open-Source-Software, das heißt, es ist unglaublich billig und effizient umzusetzen. Also wir gehen jetzt da in den Keller des Spektrals, das ist ein Kulturverein in Graz, der Funkfeuer Graz sehr unterstützt. Wir haben am Dach einige Antennen und Router, die wir da montieren dürfen und den Keller dürfen benutzen für unseren Internet-Uplink für das Server-Rack, zu dem wir jetzt dann gehen. Ja, also da sieht man jetzt den Keller des Spektrals, wo unser Haupt-Internet-Uplink rausgeht. Man sieht da oben in den Kabeltrassen, das Kabel vom Dach, von unseren Routeranlagen am Dach runterkommt, geht da in das Rack rein und wird da dann ins Internet geroutet. Wir haben eine DSL-Leitung, über die wir da den ganzen Traffic rausrouten. Was man auch sieht, man kann da für Vereinsmitglieder, die können da eigene Server betreiben und in das Rack reinstellen und haben da natürlich dann eine nähere Verbindung zum Internet, als wenn sie es daheim stehen hätten. Ja. Es gab andere Projekte, wie zum Beispiel in New York. Ich möchte das überhaupt nicht runter machen, aber New York City Wireless, NYC Wireless, hat sehr stark gesetzt auf Hotspots. Da war die Idee, dass es in allen New Yorker Parks gratis Hotspots geben soll. Und soweit ich weiß, ist das eigentlich ein bisschen eingeschlafen, weil das konnte sehr leicht von der Industrie absorbiert werden. Gratis Hotspots oder auch Bezahl-Hotspots werden angeboten von T-Online oder von wem auch immer, von Kaffeehausketten und so weiter. Und da fehlt es vielleicht ein bisschen so an der Distinktion. Aber was aus der anderen Idee war, sozusagen wirklich das dezentrale Netzwerk, das hat eigentlich eine wesentlich stärkere Eigendynamik entwickelt. Und da gibt es einerseits Gebiete, wo einfach, sagen wir mal so, die Infrastruktur wirklich lahmt. Also es gibt sehr große Netze dort, wo Infrastruktur einfach fehlt, entweder weil es sich um sogenannte Entwicklungsländer handelt oder infrastrukturell schwache Länder oder auch weil es sich um Regionen handelt in reichen Ländern, wo die Entwicklung in die Richtung gegangen ist, dass sich die Zentralregierungen gesagt haben, dass so bestimmte Landesteile, das ist uns einfach egal, das entwickelt sich nicht und dort geben wir einfach auf. Das ist nicht mehr relevant für uns. Das ist im Neoliberalismus ja auch passiert. Funkfeuer als kleines, feines Netzwerk bedeutet für mich zum Anschauen Unabhängigkeit. Ich bin in letzter Zeit zweimal übersiedelt und da ist zweimal das Funkfeuer mit mir übersiedelt. Und beim dritten Mal kann ich mir vorstellen, dass ich schon selber aufbaue. Und zum anderen lerne ich auch sehr viel dabei, eben wie und was brauche ich eigentlich dafür, dass das funktioniert. Mit denen in Zusammenarbeit ist es uns gelungen, auch beim Radio sozusagen aus einer Veranstaltungslocation in Bad Ischl, sprich vom Sirius-Kogel, Konzerte direkt ins Radio über Funkfeuer zu übertragen. Und das ist aus mehrerlei Hinsicht ganz interessant, weil wir können sozusagen ganz konzentriert in der Region darstellen, welche Möglichkeiten
offene Bürgermedien ermöglichen, welche Möglichkeiten offene Bürgermedien anbieten. Zum Funkfeuer bin ich durchs Radio Salzkammergut gekommen, weil ich da praktisch ein paar Leute kennt davon. Und die haben mir das eben angeboten, dass ich da dazugehen kann. Und ist eine super Einrichtung für mich praktisch. Und glaube ich, ein guter Stützpunkt zum Siriuskugel. Das heißt, jetzt hat man sich auch von dem universitären Background völlig gelöst und die freie Szene entwickelt eigene Technologien und verbessert damit das Internet. Also wir haben hier wirklich eine relevante Technikentwicklung, die aus der freien Szene kommt. Das andere ist, dass es einfach gewachsen ist, international gewachsen ist. Es hat seither eigentlich, es gibt immer wieder Wellen, immer wieder sind freie Netze in. Jedes Jahr geht das irgendwie dann auch durch die Presse, nicht nur die Internetfachpresse, dort sind sie sowieso dauernd, aber auch durch das Feuilleton oder durch die verbleibenden Reste einer Art Medienkritik oder so, wo dieses Thema immer wieder aufkommt. Die Netze selbst sind gewachsen, sehr stark im gesamten ehemaligen Ostdeutschland zum Beispiel, also soweit man da erkennen kann, sind da sehr aktive Gruppen, auch in Leipzig, in Dresden und in kleineren Städten, auch in Österreich. Funkfeuer gab es eigentlich sehr früh auch schon, aber das hat sich auch gehalten und weiterentwickelt und auch in der Entwicklung mit den Mesh-Networks ist Funkfeuer jetzt auch international anerkannt als eines der wichtigsten Netze, das da auch sehr gute Arbeit geleistet hat. Es gibt da auch Funkfeuer in Graz, im Salzkammergut und so weiter. Das heißt einfach, die Basis ist viel breiter geworden, viel mehr Leute haben sich da irgendwie eingeklinkt und diese Idee ist auf jeden Fall weiterhin am Wachsen. Naja, ich glaube, in Funknetzen liegt schon eine Zukunft. Ja, eine Zukunft. Es muss nur alles viel kleiner werden und viel engmaschiger. Ja. Ich glaube, das Internet hat einfach ein Bestreben, sich auf der ganzen Erde auszubreiten und auszudehnen. Ja. Ich glaube auch, das Internet, ich weiß nicht, ob man dem alles so vertrauen kann, ob das wirklich irgendwie alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber ich glaube, das Bestehen geht dahin, ja, dass es möglichst Mikronodes werden, ja, also wirklich in alle paar Meter ein Funkknoten und alles ein ganz dichtes Datennetz, das keine Energie mehr braucht, das sich über Umweltenergie die Energie holt über Sonnenenergie oder über Windenergie und dadurch irgendwie ein flächendeckendes Netz über die Erde irgendwie entsteht. Ja. Wir haben unglaublich viel erreicht, glaube ich. Die jeweiligen Funkfeuernetze überall haben sehr, sehr viel erreicht. Ich glaube, wir werden schon langsam, jetzt eigentlich nach ein paar Jahren, richtig international auch gesehen. Also die IETF, das ist eine der größten Standardisierungsorganisationen im Internet, beginnt jetzt schon langsam zu sehen, dass es sowas gibt und dass das wirklich funktioniert und dass das wirklich ein paar Verrückte in Österreich und in Deutschland geschafft haben, das zu machen. Und wir werden schon langsam sowas wie ein Vorzeigebeispiel. Ja. Ich denke, das ist aber wie immer bei sowas, es gibt die erste Welle von Avantgardisten und Experimentatoren und dann irgendwann kommt das in Produkte rein und wird so Mainstream. Das wird irgendwann passieren, ja, in der einen oder anderen Form. Wie, weiß ich noch nicht genau. Es zeichnet sich ab, dass die IEEE etwas schafft, ja, das skaliert per Standard im Moment auf 32 Knoten, das ist nicht sehr viel.
aber das Thema Mesh ist präsent und braucht sicher noch einiges an Forschung, aber es kommt. Also es ist, glaube ich, nicht abgeschlossen, aber es kommt. Die kleinen Communities, die machen das eh schon super. Ich glaube, die müssen einfach weitermachen. Das Programm ist da, sozusagen. Das Programm besteht darin, mehr Teilnehmer, Ausbreitung. Es geht auch wirklich um den Face-to-Face-Kontakt, Workshops, Meetings, die Verbindung von der Technologie mit dem Sozialen, das zu betreiben, aber auch die Mittel des Netzes zu benutzen, diese vielen Wikis und so weiter, die da entstehen und diese Plattformen, die sich immer besser vernetzen. Ich denke, da gibt es eigentlich gar nicht so unbedingt jetzt da irgendeine Krise oder so, sondern da geht es darum, dass man das, was da besteht, dass das weiter aufbaut, weiter wächst und dass man vielleicht eben den Fehler vermeidet, dass man glaubt, man wird jetzt sozusagen morgen die Welt dominieren in irgendeiner Form oder so. Die Idee vom Funkfeuer ist sicher nachhaltig, aber den Rest wird die Zeit zeigen.